Hallo und herzlich willkommen, ich bin die Axt im Walde und ihr seid wieder dabei, mich bei The Alien Cube zu begleiten. Wir hatten hier zuletzt Kapitel 3 beendet und bei Kapitel 4 zu Beginn direkt aufgehört. Hier machen wir auch weiter. Wir wissen soweit eben, dass wir einen Großvater William haben. Der hat hier diesen Alienwürfel irgendwo entdeckt, war auch Teil eines Ordens, ja, aber hat dem nichts gesagt. Und jetzt ist auch unser Onkel Edgar irgendwie draufgekommen auf, man weiß es nicht, aber der war eben der Hauptcharakter in The Land of Pain. Und ja, wir sind jetzt hier, entdecken allerhand Zeugs. Und wir sind in Kapitel 4 in der Wohnung wieder vom Edgar zurück. Hier haben wir, dass die Mitglieder des Ordens nun hinter uns her sind. Ja, hatten wir hier so einen Kapuzenteufel. Ordenswächter oder was das gewesen ist, der uns hinterhergelaufen ist mit einer Keule in der vorigen Episode, Kapitel 3, genau. Jo, ich denke mal, wir starten gleich los. Gut, es darf losgehen. Hier lässt sich nach oben gehen. Und was hatten wir hier vorhin? Bevor wir in die Wohnung gehen, müssen wir ein sicheres Versteck für den Würfel finden. Was mal spannend hier zu lesen, ne? Das wirft so viele neue Fragen eigentlich auf. Können wir jetzt hier rüber gehen? Das sieht auch alles anders aus hier, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, zuerst ein sicheres Versteck. Aber es wurde nichts drüber erwähnt, ob wir in die Wohnung gehen dürfen oder nicht. Ah, okay. Wir sollen vorher schon das Ding hier verstecken. Ich denke mal, das werden wir hier oben machen. Die Spannung steigt. Zumindest bei mir. Hier ständig Stimmen zu hören sind, macht das auch gerade nicht einfacher. Den Würfel verstecken hier irgendwo, hier, oh, dort rein. Gut, in Ordnung. Hoffen wir, dass das auch so klappt. Immerhin haben die Stimmen aufgehört. Der liegt erstmal hier drin. Wo bin ich eigentlich? Oh, hier. Ich sehe hier einfach nichts. Ich laufe mal eben geradeaus, ne? Oh, Mann, Alter!
Das Gewitterchen erschreckt mich jetzt hier nicht mehr. Das hat gerade eben wer anders hier. Ich habe eine Gänsehaut. Ja, ordentlich durchgerüttelt wird man hier. Ist gut so. Die Lebensgeister wieder ein bisschen wecken. Alter, faltender Verwalter. Hier, guck mal, die Statuette, die gehört auf jeden Fall. Ich denke mir das so. Nee, komm. Gehört jetzt sicher irgendwo. Tür, mach die Tür zu. Ja, man kann mal hier reingucken, ne? Und dann... Oh, ja. Wie groß ist die Wohnung hier eigentlich? Beziehungsweise, wie viele Hintertüren haben wir eigentlich hier? Oh Mann, oh Mann. Zur Tür auf, die wurde ja ohnehin nicht ganz hier. Was ist das denn hier auch für ein Gruselvater hier gewesen vorhin? So, rein. Licht brennt natürlich nach wie vor. So. Hier drin ist Licht an. Hier drin ist Licht an. Ich weiß nicht, ob das was Gutes bedeutet oder nicht. Ich kann etwas Seltsames fühlen, wenn ich mich diesem Spiegel nähere. Ja. Sieht nicht wie ein Spiegel aus, sondern wie hier vom Kapuzenteufel Schwarzpeter hier ein Gemälde. Tagebuch, Tagebuch. Ah jo, ich denke mal, das hatten wir bereits gelesen. Hier ist nix. Nee, das hatten wir noch nicht gelesen, ne? Nee, doch, hatten wir. Ja. Hier, was haben wir hier? Ja, das kennen wir auch. Aber warum kommt es hier und nicht hier? Ja, komisch. Hatten wir hier Licht ausgemacht, als wir gegangen sind? Das ist jetzt ein Scherz, ne? Fantastisch. Haben wir hier alles erledigt? Irgendwas tut hier. Türen sind zu, oder die eine zumindest. Ja, ich denke mal, pappen wir mal das Pferd hier drauf. Haben wir hier irgendwas? Ajo. Das heißt, hier ist einer da gewesen. Ja, geht nach wie vor nicht. Stopfen wir hier erst das Pferdchen hinein. Hm. Ja, den Eindruck habe ich auch. Was tue ich jetzt hier mit dem Pferdchen?
Gut, die Türe lässt sich nicht mehr schließen. Ich weiß es nicht. Was ist hier zu tun? Ne? Ja, das bekommen wir immer noch nicht runter. Hier geht es nach wie vor nicht auf. Essen wollen wir hier nix, wobei das Essen ist. So, gucken wir noch mal hier drauf, ne? Das ist hier auf der anderen Seite, das ist hier in Ordnung. Ja, das Gemälde mit dem Turm kennen wir. Hier ist aber kein Pferdchen drauf. Hier ist auch kein Pferdchen drauf. Hier auch nicht. Scheußliche Gedöns hier. So, kommen wir wieder in der Küche raus. Ich denke nicht. Wobei, schwer zu sagen, ne? Passiert. Ist hier. Nee, hier ist nicht offen. Hier oben auch nicht. Tür einfach mal zu. Irgendwo ist irgendwas passiert. Nur wo? Und was? Ja, das Geräusch kommt von da oben, das denke ich auch. Hier vielleicht. Oh ja.
Ja, das sind auch schöne Geräusche eigentlich gewesen. So, hier haben wir noch einen Hebel. Da ist ein Hebel, ja. Das hört sich nicht gut an, oder? Nee. Bewegt sich da irgendwas? Oh. Ich weiß es nicht, wo ich hin soll. Was haben wir denn hier für ein Gespensterkabinett? Eine Kiste. Ich möchte hier aber nun reingucken. Gut, das geht nicht auf. Wie sieht es denn hier auf einmal aus? Oder hat das vorhin schon so ausgesehen? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen irgendwie, dass der gute Onkel Edgar hier oben Vieh eingesperrt hat. Hier die ganze Zeit. Zeit. Die ekelhafte Substanz scheint aus dem Spiegel gekommen zu sein. Und wie sieht's denn hier überhaupt aus? Was passiert denn eigentlich gerade? Ja, und nun? Gut, rein in den Wandschrank. Hatte ich jetzt so nicht erwartet. Mal gucken, was passiert. Ich weiß nicht, ob es sicher ist, rauszukommen. Ich denke mal, dass der gegangen ist, aber ich bin mir sicher, das bleibt nicht ohne Folgen. So, jetzt ist erstmal, ja, wenn gespeichert wird, denke ich. Ach, das sind nur so Verzierungen. Tagebuch hatten wir gerade eben gelesen. Ja, der Onkel Edgar fragt sich nun, was da bei seinem Vater passiert ist. Fotos angucken, Figuren angucken. Wie sehen die eigentlich aus? So sehen die aus. Ist schon schick, ja. Warum nicht? Einem seltsamen Mechanismus. Okay, in Ordnung. So, was haben wir jetzt hier für ein Szenario? Hört hier nicht mehr auf, ne? Das wird jetzt spannend. Das wird nun spannend. Jetzt hat sich hier nirgendwo was geändert. Die Tür ist noch zu. Ja, gehen wir rauf. Ist kann nur vorangehen. Erstmal ist es hier dunkel. Gut. Ich sehe kaum etwas. Zuerst mal hier ein bisschen Raum erkunden. Was haben wir hier für ein Ding? Ja, eine seltsame Maschinerie. Und was, wenn ich den Würfel hier platziere? Das ist auch mal meine gewagte Idee hier irgendwo, ne?
irgend so ein seltsames Dings auffinden und dann sagen so, ach, ich knall da einfach mal einen Würfel rein, den ich ohnehin nicht kapiere. Was sagt er hier? Neben dem Versteck war ein uraltes Metalltor, aber es war mir nicht möglich, es zu öffnen. Gut, da sehen wir dann die Hütte, wie die aussieht. Interessant, aber ich bin hier draußen noch nicht fertig. Hier geht's dann wieder runter. Zeichnung an der Wand, in Ordnung. Drüben scheint eine Tür zu sein und irgendeine Ratte oder sowas. Eine Maus. Eine Ratte. Ja, nun langt's aber. Ne? Wo geht's denn hier noch alles hin? Ich sehe ja kaum was. Oder was ist das hier? Wow. Das ist ja riesengroß hier oben, oder? Nur, dass ich leider hier kaum was sehen kann. Wo geht's denn hier hinten hin? Aha. Ich denke mal, das sollte hier unbenanntes Tonband heißen. Hier hinten geht es nirgendwo mehr hin, oder? Oder hier? Nee, hier geht es ja auch noch irgendwo hin. Dass das hier auch alles so dunkel sein muss. Gut, das heißt raus, also runter, raus, rauf, holen. Warum habe ich hier so das Gefühl, dass das nicht so ablaufen wird? Hier hat sich nichts geändert. Keiner durchgekommen und alles verwüstet? Nee. Na gut, ist ja auch schon verwüstet gewesen, ja. Das muss man fairerweise hier zugeben. So. Direkt mal die Treppen rauf. So, und wenn jetzt irgendein Blödsinn passiert, dann würde mich das nicht wundern. Aber auf jeden Fall überraschen. Sich nichts mehr. Das heißt, ich muss hier einen Umweg nehmen. Ich mach hier einfach mal die Tür zu. Und ja, lass mal gucken.
ob das hier so klappen wird. Komm rauf. Ah jo, nun lässt sich hier ein bisschen mehr sehen. Das ist sehr gut. Vielen Dank, lieber Alien Würfel. Das hilft ungemein. Aha, so sieht das hier also alles aus. Ich frage mich nur, was hier vorhin oben eigentlich hier am Dachstuhl gewesen ist. Es hat sich ja eindeutig angehört wie irgend so ein Vieh. Gibt's hier noch etwas? Hier ist irgendwas. Was ist es? Gut, nix. Eine Holzkiste. Jo, rein damit. Gucken, was passiert. Ach, einschalten muss ich es auch noch. So, was haben wir hier für einen komischen Plan? Ja, alles klar. Gut, was ist? Wow. Ja, das ist mal gut abgetaucht gewesen in der andere Welt. Ne? Lebe ich noch? Ich hoffe wohl. Oh, oh, oh. Wo ist das Ding jetzt hin? What's happening to me? Ja, der Würfel ist weg, das sehe ich. So, ist hier hinten noch irgendwas, was wir benötigen könnten? Oder eben... Nee, hier gibt es immer nur so komischen Innenschnee oder weiß nicht, was das ist hier. Glühwürmchen. Ja, einfach mal wieder runter. Werden wir ja sehen, was passiert. Was passiert ist. Gut, hier erstmal zu. Hier, auch hier ist auch zu und hier ist auch zu. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die wir hier haben, ist, so wie es aussieht, die Wohnung zu verlassen. Und auch hier stelle ich mir die Frage, sind wir eigentlich noch in der Wohnung? Ne? Draußen hier keucht schon wieder einer. Oh. What does this mean? Ja. Hier geht's nicht mit rechten Dingen zu. Und ich weiß nicht, ob wir ihn oder was wir treffen werden. Es wird gespeichert. Das ist nie ein gutes Zeichen. Naja, doch, aber... Hier haben wir ein paar Tote zu verzeichnen. Das lebt das Zeug. Ich sag's ja hier. Gut, lässt sich erstmal nicht öffnen. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Ich dachte zumindest hier, es hört sich interessant an und mehr als durchgegruselt werden. Das können wir hier ohnehin hier nicht.
Ach, da geht's hier auch noch weiter. Gut, hier geht's mal nicht weiter. Gucken wir hier hinten rein. Ja, schade, dass wir das nicht nehmen können. Die Lampe untersuchen. Ja, ich sehe nichts. Ich weiß nicht, was wir hier jetzt gerade eben untersucht haben. Ja, vielleicht allgemein hier den Ausblick. Oh Mann, er ist ja auch nicht gerade einladend. Was ist denn hier los? Ich denke, hier ist mit Tod zu rechnen, ne? Können wir mal probieren. Ja. Haben wir probiert. Sieht nicht gut aus. Ja, kann es auch immer nicht. Aber ist ja auch egal. Hier oben auf raus. Hier nicht mehr reinlaufen. Vielleicht kann das später auch abgedreht werden. Hier ist, bin ich mir sicher, der Tod zu finden. Die Brücke gibt es hier auch nicht mehr. Gibt es hier irgendwas? Hier vielleicht? Auch nicht. Noch runter, okay. Ja, lass mal runter gucken, was hier so gibt. Ach, es wird wieder gespeichert. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Wo ist jetzt was hier los? Ich sehe auch wieder nichts. Die seltsame Substanz dringt in seinen Körper ein. Okay. Für mich schwer zu erkennen, es ist eben ziemlich dunkel. Ich würde wirklich gern so eine Kerze mitnehmen. Ist es ein bisschen besser zu erkennen. Weiß auch nicht, was das für ein Geräusch gewesen ist. Ja. Gehen wir dem nach oder gehen wir wieder rauf? Oh nee. Ich denke, ich stelle mir das erstmal in den Optionen.
auf eine höhere Helligkeit. Minus 2, plus 2. Oh ja, das hilft ein bisschen mehr. Das ist gut. Das ist gut. Ich sehe zwar nicht alles überall, aber zumindest... Ja, nee, das ist auf jeden Fall viel, viel besser gerade eben. So, aber hier ist es auch eine Tür. Können wir nicht. Ist vielleicht auch besser so. Ja, hier wird's... Hey, ist mal wieder zu dunkel. Gehen wir hier rein. Sagt er hier, was, wenn ich versuche, die Zahnräder anzuholen? Ich frage mich gerade hier, wie oder wo wir das können. Ich sag mal, von diesen Hebeln hier, weiß nicht, ob wir diese überhaupt bedienen können. Diese hier, denke ich, wäre möglich, aber können wir nicht. Gehen wir davon aus, wir müssen uns was suchen. Womit wir... Hier gibt es wohl nichts mehr zu sehen oder finden, denke ich. Eisenstange. Die ist wohl gerade eben irgendwo runtergebrochen. Ja, ist auch ein bisschen besser für mich gerade eben zu sehen. Gut, dann nehmen wir die Eisenstange und halten das Ganze... Uhrwerk erstmal auf. So, was nun? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Ach, 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 das beginnt zu brennen. Ich denke, das ist nicht gut, wenn wir hier bleiben. Die Maschinen sind riesig weiß, haben wir vorhin gelesen. So, was ist nun? Was ist nun neu dazugekommen? Aufgegangen? Weggebrochen? Oder entkommen? Das Teil fliegt uns hier um die Ohren. Denke ich mal. Hatten wir in den Bergen, ne? Also muss man hier vorsichtig sein. Warum? Was ist los? Ich laufe einfach mal davor. Ist, glaube ich, auch gut so. Oder? 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 Das Ding hier ist angehalten worden. Gucken wir vielleicht erstmal um. Ja. Was hier oben gibt, was ist das? Das Feuer strahlt keinerlei Hitze aus. Ja, sieht jetzt auch nicht unbedingt wie ein übliches Feuer aus. Irgendetwas fehlt hier und das heißt, deswegen kommen wir hier auch nicht rein. Alles klar. Jo, das heißt, wir latschen erstmal hier an dem Ding, das sich vorhin gedreht hat, nun komplett. Alter hier, kein Wunder, ne? Kein Wunder. Hier geht's zur Sache, wenn du getroffen wirst. Was brauchen wir eigentlich von? Ach, Mann. Was untersuchen wir hier?
Ach, das... Nee, Alter. Ich muss diesen Hebel nehmen. Welchen Hebel? Hat er hier gerade... Nee, der hat was rausgenommen. Da war irgendwas drin. Mann. Ja, der Hebel gehört. So schätze ich mal. Ach, hört bitte zu schreien auf. Oh, nee. Ich denke mal, der gehört hier rein. Komm, Hebel ziehen, Tür auf. Tür auch wieder zu. Oh, Mann. Oh, Mann. Was ist hier los? Wo kommt denn hier runter? Das sieht alles nicht so gesund aus. Was gibt's hier? Was ist das? Oh. Kein gutes Wasser. Oder zumindest kein Wasser. Das weiß man schon. War hier irgendwas? Wir kommen auf jeden Fall nicht durch. So viel steht fest. Gucken wir, dass wir raufkommen wieder. Ist die von alleine zugegangen? Ich meine, muss so sein, ne? Ja. Oh. Wieder so ein Gitterportal hier. Ein Hammer. Jo. Was machen wir eigentlich mit dem Hammer? Wozu den Hammer? So, nun ist die Frage. Ja, wie ist die Frage? Die Frage ist, wie kommen wir jetzt wieder hier raus? Hier unten irgendwo nochmal rein? Wir mit dem Hammer machen, sind vermutlich nicht so schöne Sachen. Kann aber durchlaufen. Ein Schlüssel. Und hier Tür, Dunkelheit. Nichts weiter, wie es aussieht. Und ja, fantastisch hier. Ja, Moment, ich weiß es nicht. Aber ich denke mir, wenn sowas zu sehen ist, stelle ich mir gar nicht mehr erst die Frage. Wo bin ich? So, Schlüssel und Hammer. Vorsichtig hier irgendwie raus. Schlüssel hier? Oh ja, Schlüssel hier.
ja, ich komme ja schon. Guck mal, wenn wir hier haben, den Herrn sogenannten Cloud Blue. Ja, zumindest kann ich ja auch ein YouTube-Video unten verlinken, wo erklärt wird, wie man diesen Namen auch richtig ausspricht. Okay. Das ist Onkel Edgars Telefon gewesen. Oh shit. Oh shit. Was machen wir jetzt hier? Oh nee, oder? Was ist das denn für ein Mistvieh? Guck dir das mal hier an. Ja, ich habe keine Ahnung, was zu tun ist. Oder aber. Komm. Gehen wir hier hinten irgendwo rein, ne? Schon gesagt, oder? Es wird gespeichert, scheint so, als ob ich das überlebt hätte. Aber der ist hier sicher noch irgendwo unterwegs, ne? Die Zahnräder drehen sich wieder. Nee. Sonst wird sich das Ding da drüben ja drehen. Irgendwas müssen wir auf jeden Fall kaputt bekommen. Nee, oder? Jetzt hier raus. Kann ich nicht mehr? Hier geht's wohl nicht mehr zurück. In Ordnung. Hier geht's aber auch nicht raus. Ist hier noch was zu tun? Oder kann ich hier von hier irgendwie weg? Dort runter? Vielleicht? Oh nee. Doch nicht. Irgendwas dort drin. Das vorher noch nicht da war? Nee. So wie scheint, war das eigentlich nur zum Verstecken gerade. So. Ich denke mal, irgendwo muss ich ja auch auf dem richtigen Weg gewesen sein. Sonst wäre an der Stelle wohl das... Weiß nicht. Ja, das meine ich, das Vieh nicht gekommen. Kann ich hier irgendwas kaputt machen hier? Oh nee.
steht fest, hier gibt es nichts zu tun. Muss hier irgendwo weitergehen. Ah doch, nun geht das plötzlich. Ausgezeichnet. Ja, zurück geht es auf jeden Fall nicht. Das heißt, es geht nur voran. Und dann... Okay, okay, okay. Gut. Laufen wir hier erstmal drüber und es geht direkt in die Höhle. Really? Ah. Ah. Sehr, sehr spannend. Over. Ja, das ist eine gute Frage. Müssen wir hier irgendwas kaputt schlagen? Ein Spiegel vielleicht? Nee. Was können wir hier? Irgendwo muss ja irgendwas geben zum kaputt schlagen. Ja. Wissen wir. Hm, kaputt schlagen? Tatsächlich hier. Ein Geheimnis gefunden. Ach, dafür haben wir jetzt hier. Ja. Das kennen wir bereits. Gemälde haben wir. Die Tür ist mir noch nicht ganz koscher hier. Die Pferdchen, die lassen sich auch nicht mehr drehen. Jo, dann gehen wir einfach, hätte ich gesagt, ne? Was mir unklar ist an der Stelle ist, haben wir jetzt eigentlich nicht den Würfel irgendwie oder ist er abhanden gekommen, also gestohlen worden? Oder vielleicht war der ja auch nie da. Ja, ich muss zuerst den Würfel nehmen. Der ist ja nach oben. Das kann ja auch nicht sein, oder? Beziehungsweise vielleicht habe ich auch gerade vorhin die passende Frage im richtigen Moment gestellt. Werden wir gleich rausfinden, ob das Ding ist noch hier. Nein, ist er nicht. Ich muss ihn finden um jeden Preis, aber wie? Ich muss nur zur alten Hütte gehen, in der Edgar verschwunden ist. Dort werde ich bestimmt mehr Antworten finden. Ja, ich bin gespannt. Das hört sich an nach Kapitel 5. So, Onkel Edgar, beziehungsweise Onkel Edgars Wohnung. Ich mache dir die Tür zu.
verlängerte Wohnung von Onkel Edgar. Ich mache hier so weit, wie es möglich ist, die Tür wieder zu. Und nun können wir los. Ja, es geht auf zu einem neuen Kapitel. Es darf nun wieder losgehen. Eine Menge Schnee in der Tankstelle und ein umgestürzter Baum, der die Straße versperrt. Wie Auto. Ja, genau. Haben wir auch ein ziemliches Wetter hier. Sieht gut aus. Ja, sieht sehr gut aus. Gucken wir, was hier passiert. Ja, müssen umdrehen, dachte ich mir. Folgen wir den Lichtern. Hier ist auch... Ach so, ja, die umgeknallte Straßenlaterne. Hier der Baum. Die Spuren tun wir keine hinterlassen. Hätte mich gefreut. Was haben wir hier für ein... Ach so, das sind die Schatten. Ich dachte hier... Was haben wir hier für einen schwarzen Nebel? Ach. Das zappelt und zuppelt dort vorne schon wieder. Oh, hier ist die Tankstelle. Gut, gut. Das muss Edgars Wagen sein. Okay. Hier hinten ist eine verschlossene Kiste. Okay, in Ordnung. Man kommt tatsächlich hier oben rauf. Ach, das ist auch beabsichtigt. Ja, mehr oder weniger. Hier haben wir ihn. Zing. Die Stimmen sind hier oben ein bisschen deutlicher. Jetzt nicht mehr. Aber wieder, okay. Einfach mal wieder hier runter. Ja. Das war hier vorne nämlich, da hat ja die Zeitung. Okay. Also an Atmosphäre mangelt es hier auf keinen Fall, das ist mal klar. Hm. Ich denke nicht, dass hier irgendwo was mit reinkommen ist.
Unklar ist jedoch, wo geht es nun weiter? Ist es hier hinten? Oder hier vorne? Oh, probieren wir es aus. Ein Häuschen. Ist das vielleicht die Hütte? Oh Mann. Wo dort drüben? Dort drüben? Und wer ist hier eigentlich die ganze Zeit am Brüllen hier? Eieieiei. Ist hier ein Höhlenzugang oder sowas? Oder einfach nur hier Holzgedöns draufgeworfen auf dem Haufen? In Ordnung, die hohe Priesterin oder hohen Priesterin. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Das Blut ist noch frisch. Fantastisch. Wir nehmen hier eine Zange mit. Ja, sieht auch nicht gerade gut aus. Irgendwer stöhnt hier. Aufhören zu stöhnen. Oh nee, oh nein, was passiert hier gerade? Da ist auch ein Haus drüben. Komm hier nicht nach vorne durch, ne? Ja, so kann es auch nicht gehen, aber ich dachte mir zumindest. Oh, komm. Und wir haben die Zange. Mal gucken, wofür wir die Zange benötigen werden. Drüben ist ein Haus oben. Okay. Wie kommen wir hier rauf? So nun wohl nicht. Hier aber wohl so einfach auch nicht, oder? Außenrum? Ach, die Zange brauchen wir wahrscheinlich hier für die Kiste aus dem Auto. Ah, so einfach geht das nicht.
Man kann aber nicht sagen, ich hätte es jetzt nicht versucht. Jupp, richtig. Eine weitere Seite. Ja. Der Onkel Edgar hat hier wohl einiges entdeckt. Ja, ich hätte mal vorgeschlagen, wir gehen hier drüben lang, weiter lang. Und gucken, was dort so ist. Oh, okay. Wir haben die Zange nach wie vor. Okay, nicht für hier. Auch nicht für hier. Vielleicht ein anderer Wagen. Das heißt, wir müssen hier zurück hinauf. Was gibt es hier oben, was wir noch nicht gesehen hatten, beziehungsweise noch nicht gemacht hatten? Vielleicht das hier. Wow, wow, wow. Hier nicht runter. Boah. Wahnsinn. Nee. Das ging vorher mit dem Baum umkippen. Hier wohl nicht. Mal gucken, was noch passiert hier. Oh, das ist ein Totenkopf, das sehe ich jetzt erst gerade. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, die haben viel Blödsinn hier gemacht. Das steht fest. Kann ich hier irgendwas? Auch nicht wirklich. Hier runter? Nee, oder vielleicht doch. Ich kann es mir zumindest als Möglichkeit vorstellen, denn aktuell bin ich gerade ein bisschen ratlos, wohin es weitergehen soll. Gucken wir noch mal rein. Oh, hier ist ja nichts gewesen, ne? Außer hier die eine Seite, die haben wir gelesen. Ja, der arme Tote. Und, oder können wir hier irgendwas mit der Zange? Nee, oder? Na, hier kommen wir nicht voran.
Na, hat uns das auch keinen Vorteil gebracht. Probieren wir es aus. Na, das war's nicht. Ja, was ist passiert? Ich weiß es nicht. Ach, hier. Da muss hier irgendwas drauf, ne? Oder eben nicht. Und es muss erstmal nur benutzt werden. So, was nun? Ah, dafür brauchen wir die Zange. Ja. Dachte mir schon, hier irgendwie müssen wir rüberkommen auf die andere Seite. Eine Tür direkt aufgezweckt hier an. Statt hier ein Schloss. Aber gut, vielleicht ist das auch keine kräftige Zange gewesen. Und die reichte gerade mal eben für ein bisschen Drähtchen durchschneiden. So. Allerhand Gerümpel liegt hier rum. Was ist das denn?
Was für ein Block? Oh, okay. Also unser Würfelchen. Okay. Wie? Eine schreckliche Vision. Wie sieht denn das hier oben aus? Sieht das normal aus? Nie, oder? Ja, und unser Würfelchen ist auch wieder weg. Oh Mann, und irgendwer macht hier draußen wieder Krawall. Wow. Wow, wow, wow. That was... Oh my God. It can't be. Gut oder nicht so gut, noch weiß man es nicht. Oh, nee, der ist noch da. Jo, das heißt, es geht wohl wieder. Nee, kann ja gar nicht zurückgehen. Der Weg ist ja hinten irgendwo blockiert, ne? Ja, hier. Jo, dann wird es wohl dort hinten beim Haus irgendwas noch zu schaffen geben. Mit dem tun wir erstmal nichts, wie es aussieht.
ja, die lange Suche. Und ich laufe auch ein bisschen rum. Vielleicht finde ich ja das, was hier passend ist. Ach, hier ist es. Hab's gefunden. Hier in der Hütte drin. Brauchen wir die Schaufel, die hier hinten dran steht. Warum ich die hier vorher nicht gesehen habe, ne? Eieiei. Ich denke mal, mit der Schaufel kommen wir hier gut klar, dass wir den Weg frei buddeln. Denke ich mal. Jo. Bisschen Arbeit für einen guten Arthur. So heißt hier unser Hauptcharakter. Gut, es wird gespeichert. Wir dürfen wieder gespannt sein. Ein prächtiges Exemplar, okay. Seine endgültige Form offenbaren. Um Menschen zu bestrafen, wird immer besser hier. Hier auch nochmal schnell drüber und hier auch und haben uns ein bisschen verletzt, aber die Brücke, ich sag mal, die sieht von der Seite hier, sieht die katastrophal aus. Von der anderen Seite, ja, haben wir gut was vorgegaukelt bekommen, dass alles in Ordnung wäre. Hier ist alles kaputt. Ist wohl das Riesenvieh durchgekommen. Oder? Kann ja auch nicht sein. So. Irgendwo ist das Vieh. Ach, die Zugstrecke. Das ist ein weites, großes Land hier. Wasser? Ist gut oder schlecht? Eiskalt, alles klar, okay. Hier raus. Wow. Fast draufgegangen hier. Wow. Ja. Alter. Oh, Mann. Och, komm hier. Er wird die Nacht hier verbringen und dann versuchen, zum Auto zurückzukehren. Also, wenn das der gleiche Typ ist, ja, dann ist es ein armer Teufel hier. Der ist nicht mal rausgekommen. Eieiei.
Ja, was werden wir hier finden? Irgendwelche ketzerischen Schriften. Hier ist das Vieh. Oh, das sieht aber nett aus, ne? Fast schon niedlich. Mistvieh. Das ganze schleimige Zeug hier, ey. Ja. Ist das der Friedhof? Müssen wir einen speziellen finden? Oder einfach nur hier rauskommen? Oh ja. Ja, das hoffe ich auch, dass das der richtige Weg ist. Die Tür ist zu. In Ordnung. Dann gucken wir, dass wir hier weiterkommen. Ja. Wir müssen... Was müssen wir? Oh, oh, oh. Schon wieder so ein Ordenswächter. Weiß nicht was. Lauf, lauf, lauf. Das war jetzt... Wölfe? Gut, die Jagd war jetzt nicht sonderlich furchterregend, aber... Wieso haben wir jetzt auf einmal Wölfe hier? Und wo bin ich eigentlich schon wieder? Ich denke, hier müssen wir rein, oder? Auch wenn ich kaum was erkennen kann. Oh ja, hier ist er. Hier tun die beten. Oh, das müsste eigentlich dieser Würfel sein, oder? Was machen die? Machen irgendwas. Irgendwas hat das hier mit Zehen zu tun und eben der Clawclaw. Der Tintenfischgott oder wie auch immer man ihn nennen möchte. Aus. Ja, 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 ja. Perfekt. Kapitel 6. Wunderbar, ausgezeichnet. So wie auch beim letzten Mal machen wir hier an dieser Stelle für heute erstmal Schluss. Und dann gucken wir, wie wir in der nächsten Episode langkommen. Ja, wir müssen jetzt die Hütte suchen, steht hier. Wir können sie nicht finden und müssen, ja, auf jeden Fall einen Weg finden, wie wir hier irgendwie rauskommen. All das gibt es dann beim nächsten Mal in der Episode Die Axt spielt mit der Alien Cube. Bis dorthin sage ich danke fürs Zugucken, seid bitte auch beim nächsten Mal wieder dabei und habt eine schöne Zeit. Danke, tschüss!